Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Yves Rocher Adventskalender. Den kann man bei Yves Rocher bestellen und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den bekommst du tatsächlich auch auf Amazon, das kann ich dir mal unten in der Infobox verlinken. Jedenfalls gerade eben noch, wo ich auf mein Handy geguckt habe und lass dich nicht allzu sehr von meinem Augen Make-up abschrecken. Ich habe mal wieder die 1991 Palette von Alicia Marie ausprobiert. Ja, ich liebe die einfach mit den Duochromes und so weiter. Aber darum geht es jetzt in diesem Video nicht, sondern um den Inhalt von diesem ungefähr 45 Euro teuren Adventskalender, der ganz schön klein ist für seinen Preis, sage ich mal. Ja, und ob er sich vor allem lohnt. Ich habe noch nie vorher einen Adventskalender von Yves Rocher gehabt. Ich hatte mal Produkte von Yves Rocher ganz, ganz damals, also ich glaube vor 15 Jahren oder so, als man immer diese Briefwurfsendung hatte, dass man immer gratis was dazu gekriegt hat. Ne? Gab dieses Mal tatsächlich auch was gratis mit dabei, aber naja, war jetzt nicht so der Burner. Ja, genau. Also hier steht drauf, Mon Calendrier de l'Advent. Also quasi mein Adventskalender, ne? Ja, auf Französisch, auf Englisch, wir verstehen das wohl. Ist ganz hübsch gemacht, aber hey, das ist ja nur die Umverpackung. Ja, so sieht er dann quasi nochmal ausgepackt aus. Da steht drauf, Nature is the most precious gift. Die Natur ist das größte Geschenk. Und das stimmt, also Yves Rocher ist ja so eine Marke, Ich weiß es nie so hundertprozentig. Also die sind natürlich, beziehungsweise die werben ja auch immer viel mit Natürlichkeit und so weiter. Aber ob das wirklich eine Naturkosmetikmarke ist, das weiß ich jetzt nicht. Wenn du das besser weißt, dann schreib mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Da können wir uns auch gerne mal austauschen. Also dass alle anderen das auch wissen. Ich habe da nur gefährliches Halbwissen drüber. Ich persönlich finde den Kalender aber sehr, sehr hübsch und sehr ansprechend. Also du hast hier 24 Boxen drin und die werden wir jetzt sukzessive einmal öffnen. Okay, und wenn man die Boxen vorsichtig öffnet, kann man die auch wieder verwenden. Das finde ich richtig gut. Hier haben wir das Böckchen Nummer 1. Du hast nämlich hier auch so eine Perforierung, dass du da mit dem Finger besser dran kommst. Das möchte ich aber nicht zerstören, weil ich möchte immer diese Boxen-Adventskalender auch weiterverwenden können. So, sehr, sehr leicht ist das, was sich hier drin verbirgt. Okay, wir haben eine Parfümprobe hier drin, Celle d'Azur. Also Yves Rocher macht auch sehr, sehr schöne Parfüms. Tatsächlich 1,2 Milliliter sind hier drin. Salz von Azur. Okay, ich meine, es ist wirklich so eine kleine Probe, ne? Riecht sehr angenehm, blumig. Mag ich wohl. Ja, aber es ist halt echt was fürs Probenprojekt, ne? Das hast du in einer halben Woche leer, das Ding. Naja, achso, eine Verlosung gibt es natürlich auch, ne? Mensch, ja, da habe ich dir hier ein paar Sachen zusammengepackt übrigens in diesem Schächtelchen. Huch, das ist hier von Kneipp, Kurzurlaub, was für die Badewanne. Luxury Shower Gel von S. Oliver, S. Rocher wollte ich gerade sagen. Von Maybelline ein Nagellack. Von Rival de Loup Young ein Lippenöl. Von Sleek ein Base Duo Kit. Von Wet n Wild ein Lippenstift in einer krassen Farbe, passend zu meinem heutigen Augen-Make-up. Ein Monolidschatten von Essence My Must-Haves. Und von Essence so Sticker fürs Gesicht ist das, glaube ich. Nee, ja, Augensticker, Eisticker. Und wir gucken mal, was du sonst noch hier aus dem Adventskalender da rein bekommst, denn die Box ist einfach noch gar nicht voll und wir kriegen die bestimmt noch voll, denn wir kennen mich, wir kennen Adventskalender-Unboxings und wir wissen, was sich immer so in der Zeit entwickelt, ne? Gut, ja. Nummer 1 Parfümprobe, nicht so geil. Ich meine, wir haben hier einen Kalender von 45 Euro. Da erwartest du nicht wirklich Parfümproben drin. Die Nummer 2 ist etwas schwerer. Premier Flacon First Snow... Hä? Nee, Premier Flocons. Also First Snowflakes, erste Schneeflocken. Ein Burn Douche, ein Bath and Shower Gel. Das ist dieses Produkt. Ich denke, wir haben hier wirklich so einen Probegrößen-Adventskalender, weil alles andere wird da gar nicht reinpassen von der Größe. Ich dachte übrigens, dass er auch größer wäre. 50 Milliliter sind hier enthalten. Boah, das riecht super angenehm nach Mandel. Oh, wirklich, wirklich schön. Also das gefällt mir. Das werde ich auch gerne im Winter verwenden. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, Almond Fragrance. Ja, ja, sehr geil. Mit Mandel. Yves Rocher hat auch ziemlich geile dekorative Kosmetik, deswegen hoffe ich, dass sich vielleicht das ein oder andere darin auch verbirgt. Hier haben wir die Nummer 3, die ist ganz schön schwer und verhältnismäßig groß. Ja, hier haben wir auch ein
Produkt in dieser 50 Milliliter Größe drin. Nutrition oder Nourishing Cheveux für trockenes Haar. Ach, das ist ein Shampoo dann wahrscheinlich. Cream Shampoo, ja. 50 Milliliter sind hier drin für trockene Haare. Das ist gut. Ich habe jetzt in letzter Zeit echt viel trockene Haare. Ich weiß gar nicht, warum ich da so ein Problem mit habe. Und das riecht echt wie Fructis, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Fructis Garnier, genauso in dieser Farbe findet man diese Flasche. Ja, ne? Also du kriegst das immer relativ blöd hier raus. Du hast hier nämlich so eine große Öffnung und diese Flaschen sind immer sehr, sehr dick, wandig. Also sehr festhalten, ne? Aber naja, dann benutzt man das und stellt es halt über Kopf hin, damit es runterlaufen kann. Die Nummer 4. Sehr leicht, als wäre nichts drin. Ja, hätte ich jetzt in so einem Kalender nicht erwartet. Ein Nail Buffer ist das wahrscheinlich. Ja. Ja. Also, ich benutze sowas nicht. Vielleicht benutzt du sowas. Ich packe dir das mal in die Verlosung mit rein, aber da kommt bestimmt noch mehr dazu. Ich finde das Produkt nicht so geil, muss ich sagen. Dann nehme ich lieber eine Nagelfeile, weil mit solchen Buffern kommst du nicht richtig. Ich glaube, das ist auch eher für oben auf den Nägeln drauf und nicht für Nägel zum So-Feilen, sondern zum So-Feilen. Aber ich finde es nicht so cool. Die Nummer 5. Sensitive Vegetal, ein Smoothing Micelle Water, 50 Milliliter, ja, ein ganz normales Micellenreinigungswasser. Ich denke, sowas kann jeder gebrauchen und deswegen kommt das jetzt auch mit in die Verlosung mit rein. Genau, weil sowas kann man halt einfach gut gebrauchen. Man möchte immer irgendwie sein Gesicht reinigen. Ja, geruchsneutral, ne, hat nicht wirklich einen Duft, also kommt mit in die Verlosung. Da auch Frankreich Nikolaus hat, gehe ich davon aus, dass in der 6 irgendwas Spezielles drin ist. Base SOS Resiste. 5 Milliliter sind enthalten. Das ist ein Topcoat für trockene Nägel. Ja, SOS Resistant. Also quasi, das gibt dann nochmal richtig ordentlich Halt. Und ja, ne, ist einfach ein Topcoat. Was willst du da groß zu sagen? Ich mag die Yves Rocher Nagellacke tatsächlich wohl. Also, ne, das ist dann nicht so verkehrt. Und das hat ein schönes, breites Pinselchen. Das mag ich wohl leiden. Ja, das kann man wohl gebrauchen. Die Nummer 7 ist auch wieder relativ leicht. Sensitive Vegetal, eine Soothing Moisturizing Cream. Ganze 7 Milliliter haben wir hier drin. Also das ist eine beruhigende Feuchtigkeitscreme für das Gesicht. Ja, 7 Milliliter, ne? Ja, ja, riecht nach Creme. Ich vermisse so ein bisschen die dekorative Kosmetik. Ja gut, wir hatten jetzt einen Basecoat, aber ich hätte gerne mehr, weil Yves Rocher hat coole Sachen, auch richtig geile Mascaren und so, ne? Die hätte ich hier gerne mal drin. Ich hatte damals, oh, wie hieß sie nochmal? Pulp Volume oder sowas oder Pulp irgendwas? Sexy Pulp. Ich glaube, so hieß die. Die hatte ich damals und die fand ich echt klasse. Die Nummer 8. Fühlt sich wieder nach so einem 50ml Ding an. Nein! Hier haben wir einen ganz klassischen roten Nagellack. Yves Rocher Le Vernis. Ja, das ist die Farbe 41 Ganache. Der kommt jetzt in die Verlosung, denn ich habe sehr, sehr viele rote Nagellacke. Die von Yves Rocher sind aber wirklich, wirklich gut und empfehlenswert. Ja, das fühlt sich jetzt aber hier in den 9 so an, als wäre das wieder so ein 50ml Ding. Oh Mann, ja, haben wir. Was ist das? Ein Bath and Shower Gel at the Heart of Pine Trees. Also das riecht dann nach Pinie. Vermutlich. Mit schönen Tannenbäumchen. Also das muss man im Kalender wirklich lassen. Diese kleinen Proben, sag ich mal, oder die kleinen Größen, die hier drin sind, die sind dann auch wirklich im weihnachtlichen Design gehalten. Und das riecht nach einem Waldspaziergang. Hatte ich in einem anderen Adventskalender schon drin und das riecht richtig cool. Oh, das gefällt mir. Die Nummer 10. Da ist irgendwas anderes drin. Ja! Gommage Végétale. Ein Scrub, okay. Ein Apricot Powder, also Aprikosenpuder Scrub. 30 Milliliter sind enthalten. Ich glaube, das ist ein Face-Produkt. Guck ich mal. Nee, für den Körper. Ein Body-Produkt. Okay, ein Körperpeeling, aber ganz schön klein. Das hast du doch ruckzuck leer, oder? Naja, aber cool. Ich hatte das auch, glaube ich, letztes Mal. Wo hatte ich das denn drin? Ich habe das auch schon mal getestet. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich das fand. Riecht ganz angenehm und man sieht halt auch direkt, wenn man hier so reinguckt, das kann ich in der Kamera schlecht zeigen, schon so Aprikosenkernbröckelchen, sage ich mal. Also das kann was werden. Doch, das gucken wir uns mal an.
Aber in der 11 haben wir wieder so ein 50-Milliliter-Ding. Ja. Ich meine, das sieht irgendwie schön aus, wenn das immer so einheitlich ist und man das dann irgendwie so stehen hat, ne? Das ist irgendwie schon ganz witzig. 2-in-1 Cleansing Micelle Water. Visage, Yeux, Face, Eyes. Also für Gesicht und Augen 50 Milliliter. Hydra Vegetal. Aber sowas hatten wir doch eben schon mal. Das habe ich doch hier reingetan. Okay, das ist Sensitive Vegetal. Also das eine ist quasi sensitiv für dein, also ne, sanft fürs Gesicht und das andere ist dann hydratisierend. Okay, das Sensitive bekommst du, das Hydratisierende probiere ich dann mal aus, ja. Wir haben die Halbzeit. Für mich darf die Halbzeit auch gerne mal so ein schöner, darf auch mal was Besonderes sein, was Schönes sein, weil es ist einfach die Halbzeit, ne, und ich spüre auch dekorative Kosmetik, wenn ich mich nicht irre. Nein, es ist wieder ein Parfüm. Plein Soleil, okay. Auch wieder 1,2 Milliliter hier drin. Da ist nicht mal das Fläschchen komplett gefüllt. Da hätten sie auch auf 2 voll machen können. Das verstehe ich nicht. Das macht doch keinen Sinn. Ja, das riecht eher blumiger. Eher so in diesen weiblichen, etwas schwereren Bereich. Eher so abends. Das eine ist für morgens und das ist dann für abends. Und wenn man es so sehen möchte, ist natürlich in der 1 und in der 12 was Besonderes drin. Weil Parfüm, ne? Auch wenn es nur eine Probe ist. Ja. Ja. Ich habe hier die 13. Hoffentlich keine Pechzahl. Auch wieder so ein 50-Milliliter-Ding. At the Heart of Pine Trees. Das ist eine Perfume Body Lotion. Geil, da kannst du dann nicht nur, geil, wie im Pinienwald duschen, sondern dich danach noch eincremen und dann riechst du noch richtig schön danach. Oh, schön. Das ist so ein Produkt, was safe aufgeschnitten wird, weil das werde ich niemals daraus kriegen. Und ich rieche nur noch das Parfüm, aber es wird halt genauso riechen wie das Duschgel, denke ich mal. Wisst ihr, was normalerweise hilft? An Kaffee riechen. Dann neutralisiert man so ein bisschen die Nase wieder. Problem ist nur, dieser Raum ist jetzt nicht riesig, ne? Das heißt, es riecht hier einfach dann irgendwann alles nach Parfüm. Das heißt, da bringt es auch nicht viel, wenn du dann nochmal an Kaffee schnupperst. Die Nummer 14 fühlt sich auch wieder nach einem 50-Milliliter Produktchen an. Und hier haben wir eine Dusche, ein Schauergel, Energizing, mit 50 Milliliter, das Mango Koriander. Okay. Ich hoffe, das riecht jetzt nicht zu säuerlich oder so. Das ist nämlich dann nicht so ganz meins. Ja, es riecht angenehm fruchtig. Also es riecht wie ein Multivitaminsaft. Also würde man mir das so hinhalten, würde ich es so trinken. Aber nein. Ja, riecht okay, ist jetzt für mich aber kein winterlicher Duft. Und ich habe aktuell sehr, sehr viele Duschgele da. Und auch wenn du schon ein Duschgel drin hast, packe ich dir das hier auch noch mit in die Verlosung. Dann hast du es auch mit dabei. Die Nummer 15. Yes, jetzt haben wir mal dekorative Kosmetik. Ui. Botanical Color Jumbo. Was ist das? 05 Prün Hortensia Nacré Crayon Jumbo 2-in-1 Fard et Liner. Also quasi ein Jumbo Eye Pencil, Eyeshadow and Liner. Oh, guck. Was ein Oschi. Ich meine, sie hat lila Augen-Make-up drauf. Das passt. So. Das ist auch richtig in so einem Holz, ne? Das ist richtig cool. Sehr natürlich, sehr, sehr schick. Das gefällt mir. Oh Gott, das ist aber richtig dunkel. Richtig dunkel. Ich meine, das kannst du dann super als Eyeliner verwenden, hat aber einen leichten lila Schimmer. Das ist schon irgendwie cool, ne? Also das könnte ich theoretisch hier bei diesem Augen-Make-up hier unter der Wasserlinie auch super tragen. Muss es schon ordentlich drüber gehen, um überhaupt Produkt zu kriegen. Ist gar nicht so einfach. Ne? Aber man kann es machen und ich finde es eigentlich ganz cool. Und dekorative Kosmetik von Yves Rocher finde ich super interessant. Cool. Die Nummer 16. Ja, das ist wieder eine Creme. Und zwar Comforting Shower Balm. Aha, 30 Milliliter. Ein Duschgel ist das. Ja. Hatte ich schon mal. Ich glaube, das ist so ein Ultra-Rich Shower. Das ist so ein In-Dusch-Body-Balm-Gedöns, dass du quasi unter der Dusche nochmal eingecremt wirst. Das ist nicht so ganz meine Welt. Hatte ich, glaube ich, mal in der Beauty-Box mit drin. Das ist mit Karité-Butter, was auch sehr, sehr angenehm riecht. Mit Shea-Butter, Entschuldigung. Für extra trockene Haut. Und das kannst du auch wirklich nur verwenden, wenn du extra trockene Haut hast. Jedenfalls ist es mir so gegangen. Also das heißt, ich konnte das fast nur so an den Ellenbogen und so nehmen. Ansonsten war mir das einfach zu reichhaltig. Ich kann ja mal schauen. Vielleicht habe ich ja irgendwie wieder im Winter, dass ich meine Schienbeine oder so ganz extrem pflegen muss. Da kommt mir sowas dann, glaube ich, ganz gelegen. Die Nummer 17. Da haben wir auch wieder so eine Creme-Geschichte. Nutrition
Dry Hair. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier die Cream Mask mit 30 Millilitern zu dem Shampoo, was wir eben schon hatten. Das finde ich cool. Ja, ist halt wirklich eine kleine Probiergröße, ne? Das muss man wirklich sagen. Ja, riecht auch wieder angenehm, ne? Das ist gut. Die Nummer 18 ist garantiert wieder so ein 50 Milliliter Produkt, weil nicht nur das Verpackungsdesign spricht danach, sondern auch die Haptik. Nein! Oh, schön! Oh, das ist eine tolle Farbe von Ifoshi. Die Farbe Camellia Nacré. Das ist eine richtig schöne Farbe, ne? So ein rosa. Meine Herren, ist das schön. So ein seidiges Finish. Ja, das macht jetzt bei meinen Nägeln, glaube ich, recht wenig Sinn, das drauf zu machen, aber ich versuche es trotzdem mal. Oh ja, ich habe das hier jetzt mal auf den kleinen Finger gemacht, über diesen Glitzernagellack drüber. Also der hat ja eine sehr, sehr unebene Struktur. Aber schön, das kann ich mir echt toll vorstellen. Eine ganz tolle Farbe. Oh, der gefällt mir. Den finde ich schick. Den werde ich öfters und sehr, sehr gerne tragen. Ist aber für mich tatsächlich eher eine Sommerfarbe, ne? Die Nummer 19. Ist auch wieder was anderes. So ein Prüppchen haben wir hier wieder. Hydra Vegetal Gel Creme Hydration Nonstop 48 Stunden. 7 Milliliter sind hier drin enthalten. Und das soll dir einfach 48 Stunden Feuchtigkeit geben. Okay, ich creme mich nicht nur alle 2 Tage ein. Ne? Also ich creme mich morgens und abends ein. Aber das spricht dafür, dass sie sehr, sehr feuchtigkeitsspendend sein soll. Und das wird getestet. Ja. Und schon sind wir im 20er Bereich. Die 20. Das ist ein 50 Milliliter Vieh. Nein. Ich glaube, wir entfernen uns wieder von den 50 Milliliter Viehflaschen. 30 Milliliter First Snowflakes, eine Handcreme. Ach Mensch, die ist ja süß, ne? Die ist ja süß. Und wenn die auch wieder diesen schönen, zarten Mandelduft hat. Und dieses Design ist wundervoll mit diesem Schneewald. Ja, die riecht auch wieder toll nach Mandel. Das ist toll, das gefällt mir. Wie man sich über eine Handcreme freuen kann. Ja. Die Nummer 21, das ist ein 50 Milliliter Vieh. Jedes Mal tippt sie das und es ist immer was anderes. Genauso wie jetzt auch. Nein, das ist ein 50 Milliliter Vieh. Mit Argan und Rose. Oh, Hammam. Bath and Shower Gel. Das ist ja diese ganz extrem verwöhnende Tüdelü-Reihe von Yves Rocher. Das sieht schon ziemlich schick aus, ne? Ich habe so viele Duschgele jetzt in den Adventskalendern. Es hat was Männliches, aber es ist schon dieses Hammam. Ne? Es ist, oh. Ich habe mir damals, als diese Hammam-Serie bei Yves Rocher rauskam, auch dieses Hammam-Set gekauft. Und dann habe ich meinem Papa das geschenkt zu Weihnachten. Und dann machte er das nur auf und sagte, oh, Yves Rocher. Das ist echt so ein Running Gag gewesen. Ja. Okay, ein zarter Rosenduft kommt auch noch mit raus. Argan, keine Ahnung, ne? Kann ich dir nicht sagen, aber Rose riechst du schon raus. Es riecht schon ganz angenehm. Ich glaube, vielleicht gönne ich mir den Spaß und schenke ihm das jetzt so mal zwischendurch, dass er mal wieder dieses, oh, Yves Rocher, Hammam, Erlebnis bekommt. Die Nummer 22 haben wir hier. Da rollt was drin. Encore une fois, un Nagellack, le Vernis, 43, Cerise Noir. Das ist so ein richtig schönes Dunkelrot. Ei, was ist das schick. Ei, was ist das schick. Das ist so ein richtig klassisches Dunkelrot. Kirschrot, nicht Kirschrot, Dunkelrot, Weinrot, ja. Also für alle Nagellackhasser ist dieser Adventskalender wohl nichts, denn das ist jetzt schon das 4. Nagelprodukt. Wir sind jetzt schon bei Nummer 23 und ich vermisse echt die ganze dekorative Kosmetik. Gut, wir haben ja diesen Eye-Pencil-Gedöns gehabt und ein bisschen Nagellack und so. Aber ansonsten, die haben doch viel mehr zu bieten als nur das. Ja, Yves Rocher Mascara Sourcil. Eine Eyebrow-Mascara. Okay, okay, das ist ein Augenbrauenstift. 02. Och, wie süß. So ein ganz kleines Bürstchen hat das halt, ne? Riecht nach nichts. Ja, kann verwendet werden. Gucken wir mal. Bisschen dunkel vielleicht. So, Finale. Finale. Wow. 24. Es fühlt sich für eine 24 ganz schön leicht an. Also da hoffe ich auf ein Cabin-Produkt. Ein Lippenprodukt. Ach, guck, die haben auch schöne Sachen als Lippenprodukte. Das stimmt, ja. Grand Rouge L'Elixir. Ja, ein Lippstift. Nein, ein Elixier Lippenstift. Lippen irgendwas. Elixier ist die Farbbezeichnung irgendwie. 7 Milliliter ist da drin. Ja, es ist halt so ein klassisches, Rosenholz-Move-Tönchen. Ja, ein Liquid Lipstick ist das.
Sieht von der Konsistenz her sehr fest aus. Riecht sehr angenehm nach Brausepulver und ein bisschen süß. Ja, doch. Also den kann ich mir auch sehr gut auf den Lippen vorstellen. Das ist ein super toller Ton. Doch, ne? Der ist cool. Der gefällt mir. Der ist jetzt, in der Kamera wirkt der, glaube ich, etwas pinkiger, als er eigentlich ist. Also der ist wirklich sehr, sehr dezent, sehr angenehm. Von der Farbgebung her, der gefällt mir wirklich. Und der scheint auch wirklich so butterig zu sein und jetzt nicht extrem matt anzutrocknen. Wobei der gerade schon trocknet. Weiß ich jetzt nicht, ob der noch irgendwie irgendwas Mattes mit dabei hat. Das steht da auch nicht mit drauf. Also ein schönes Produkt. Hätte aber eher in die 6 als in die 24 gehört. Und in die 24 hätte eine Mascara gehört, oder? Ja, das war jetzt der Spaß. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen, weil mir doch ein paar Produkte aus der Product Range gefehlt haben von Yves Rocher, die ich doch sehr, sehr gerne mag. Parfümproben. Ich meine, die haben so kleine Mini-Flakons. Die hätten die vielleicht mit reinmachen können. Für 45 Euro hätten die es echt machen können. Wenn ich so an Douglas Adventskalender denke, die auch 40 Euro gekostet haben. Da habe ich deutlich geilere Produkte drin gehabt. Halt auch Pflege, ja. Und auch alles aus dem Douglas-Sortiment. Aber trotzdem, also ich spreche jetzt von einem ganz bestimmten Adventskalender, dessen Endresultat man sich sehr schön als Kästchen auf den Tisch stellen kann, ne? Aber da waren halt auch irgendwie viel mehr schöne dekorative Kosmetikprodukte drin. Also ich habe ja doch einiges vermisst und fand es sehr, sehr eintönig, was sich hier in dem Adventskalender befunden hat. Deswegen würde ich den jetzt nicht so unbedingt empfehlen. Hier blende ich dir mal den Gesamtwert ein. Ich hoffe es wirklich inständig, dass wir den Produktwert, also den Kalenderwert von 45 Euro wenigstens erreichen. Also alles andere wäre echt schade und ja, es sind halt Mini-Größen, ne? Also ich rechne das natürlich immer von der kleinsten Größe, die ich finden kann, um auf den 50 Milliliter Gedöns zum Beispiel, weil ich das bei allen Adventskalendern gleich mache und das dann auch dementsprechend immer vergleichbar halten möchte. Trotzdem sind da ein paar Produkte mit dabei, die ich jetzt sehr, sehr gerne in Zukunft testen werde und wo ich euch in meinen Aufgebraucht-Videos oder auch in meinen Schminkvideos eine entsprechende Review zugeben kann. Also, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!